wird Cyberpunk wieder verschoben? Zu Redaktionsschluss lagen uns noch keine Informationen dazu vor. Wir dürfen also guter Hoffnung sein, den Blockbuster aus dem Hause CD Projekt noch dieses Jahr in den Händen halten zu dürfen. Welche Spiele sonst noch im Dezember erscheinen, erfahrt ihr jetzt. Now he says he wants to cut a deal. He doesn't know what's coming. Doom-Schöpfer und Videospiel-Urgestein John Romero meldet sich mit der Wirtschaftssimulation Empire of Sin zurück. Darin müssen wir ein eigenes Mafia-Imperium zum kriminellen Erfolg führen. Ihr könnt aus verschiedenen realen Familienoberhäuptern wie Al Capone wählen oder ihr nehmt einen der fiktiven Bosse. Die Paten haben alle verschiedene kleine Vorteile, etwa, dass sie mehr Treffer im Kampf einstecken können oder besser als andere Chefs wirtschaften. Auch die Sprachausgabe wird auf den jeweiligen Patron angepasst. So dürft ihr euch je nach Milieu auf Englisch mit zum Beispiel irischen oder italienischen Einschlag freuen. Empire of Sin erscheint schon am 1. Dezember für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Ebenfalls am 1. Dezember erscheint Twin Mirror, das neueste Werk der Life is Strange-Macher. Im Psychothriller spielen viele Faktoren eine Rolle, welche Endsequenz ihr sehen werdet. Antworten in Dialogen, die kennengelernten Personen, Entscheidungen in moralisch herausfordernden Situationen und vieles mehr. Samuel Hicks erwacht nach einer durchzechten Nacht in einem schäbigen Hotelzimmer, ohne jegliches Wissen, was am Vorabend passiert ist. Ein blutiges Hemd im Badezimmer lässt aber Böses ahnen. In einer Art Traumwelt des Protagonisten müssen wir Erinnerungen in die richtige Reihenfolge bekommen, um Geschehnisse zu rekonstruieren. Dazu müssen wir auch weitere Hinweise in der Realität finden. Twin Mirror erscheint auf dem PC, der PS4 und der Xbox One. Worms ist eine Marke, die uns mittlerweile seit 25 Jahren begleitet. Mit Worms Rumble wagen die Entwickler von Team 17 nun den Sprung zu Echtzeitkämpfen. Das kam nicht bei allen Fans gut an und sorgte für Diskussionen. Im neuen Worms treten bis zu 32 Spieler in einem Battle Royale gegeneinander an. Wie gewohnt könnt ihr zwischen wahnwitzigen Waffen wählen, die Wurm-Fans schon aus den vergangenen Spielen kennen. Aber auch komplett neue Wurms sorgen für ordentlich Chaos. Worms Rumble erscheint am 1. Dezember für PC, PS4 und PS5. Das lange Zeit unter dem Namen Gods and Monsters bekannte Action-Adventure Immortals Fenyx Rising ist eines der Highlights im Dezember. Im Vordergrund des Open-World-Abenteuers steht ganz klar die Spielwelt. Für jede Region diente ein anderer Gott des griechischen Pantheons als Inspiration. So gibt es beispielsweise die Schmiedelande, die dem griechischen Gott des Feuers und der Schmiedekunst Hephaistos gewidmet sind und dementsprechend von Metall und Dampf dominiert werden. Zahlreiche Waffen und Fähigkeiten sollen für Abwechslung sorgen. Zu Fuß oder auf eurem mechanischen Ross erkundet ihr die Spielwelt, während die Götter Zeus und Prometheus eure Taten kommentieren. Dass das Spiel sowohl vom Grafikstil als auch von einigen Fähigkeiten von The Legend of Zelda Breath of the Wild inspiriert wurde, kann man dabei nicht leugnen. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Immortals Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember für den PC sowie alle Current- und Next-Gen-Konsolen. Im charmanten und hübsch designten Indie-Abenteuer Haven schlüpfen wir in die Rolle des jungen Liebespaares Yu und Kai. Sie haben ihren vertrauten Heimatplaneten hinter sich gelassen und suchen in der Fremde das ganz große Glück. Wie für ein Science-Fiction-Adventure üblich, erkunden wir dabei einen neuen Planeten und seine vielen Geheimnisse, bekämpfen fremde Lebewesen und sammeln Ressourcen, um unser Schiff zu reparieren und in ein gemütliches Heim zu verwandeln. Das pochende Herz von Haven ist aber das sympathische Duo, deren aufregender Alltag und die vielen Probleme, die eine Liebesbeziehung sowie ein Neuanfang mit sich bringen. Haven erscheint am 3. Dezember für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X und One via Game Pass. Ein Release für die Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, folgt aber erst Anfang 2021. Mit den Joy-Con-Controllern der Nintendo Switch dürft ihr euch in Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise wieder so richtig auspowern. Mit einer Vielzahl an Songs und Workouts sowie anderer Modi könnt ihr eure Übungen in Angriff nehmen. Das alles geht alleine, aber auch zusammen mit einem Trainingspartner. Solltet ihr den ersten Teil von Fitness Boxing schon gespielt haben, könnt ihr eure Fortschritte und Trainingsziele einfach übernehmen. Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise erscheint am 4. Dezember exklusiv für die Nintendo Switch. In Tanuki Sunset rast ihr als kleiner Waschbär auf einem Longboard einen Hügel hinunter. Klingt komisch? Ist es auch.
Auf prozedural generierten Strecken in Synthwave-Optik könnt ihr euren nostalgischen Gefühlen freien Lauf lassen. Vorbei an Küstenlinien, Gebirgen und Städten sammelt ihr Punkte und performt Tricks mit eurem Board. Tanuki Sunset möchte ein gechilltes Retro-Feeling verbreiten, was sich im Artstyle und der Musik niederschlägt. Das simple Kontrollschema soll auch Einsteigern die Möglichkeit bieten, in einen Flow zu gelangen. Der Endlos-Modus sowie zusätzliche Herausforderungen dürften aber auch für Langzeitmotivation sorgen. Tanuki Sunset erscheint am 4. Dezember exklusiv für den PC. I've traveled so very far to find you. How strange that your trail ends here. Call of the Sea entführt euch in den Südpazifik der 30er Jahre. In dem Adventure erkundet ihr ein tropisches Inselparadies und ergründet uralte Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation. Protagonistin Nora ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Ehemann, der von einer Expedition nicht mehr zurückgekehrt ist. Sissy Jones, bekannt aus Firewatch und The Walking Dead, leiht Nora ihre Stimme. Ihr sollt mit Call of the Sea eine bezaubernde und emotionale Charakterstudie einer Frau erleben, die auf ihrer Reise zu sich selbst ist. Das Spiel erscheint am 8. Dezember auf dem PC, der Xbox One und Series X. Deep within, whispers of things long forgotten. Mit Puyo Puyo Tetris 2 kehrt die beliebte Rätselreihe, gepaart mit dem weltbekannten Tetris, gemeinsam zurück. Kombiniert ihr vier oder mehr gleichfarbige Puyos, entfernt ihr sie vom Spielbrett und müllt das Spielbrett eures Gegners zu. Im neuen Modus Skill Battle entscheiden charakterbasierte Skills über Sieg und Niederlage und Itemcards erlauben zusätzliche Verstärkungen eures Teams. Neue Charaktere und eine neue Geschichte sorgen für einen Rahmen für den Knobelspaß. Im verbesserten Online-Modus nehmt ihr an Wettbewerben teil, die in spezifische Ligen aufgeteilt sind. Ihr könnt aber auch einfach mit bis zu vier Freunden ein freies Spiel erstellen. Puyo Puyo Tetris 2 erscheint am 8. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Series X und die Switch. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. Nachdem wir letzten Monat ein wenig von CD Projekt im Regen stehen gelassen wurden, hoffen wir, dass der Launch von Cyberpunk 2077 im Dezember dafür umso reibungsloser vonstatten geht. Basierend auf der Welt des Pen-and-Paper-Rollenspiels Cyberpunk 2020 seid ihr als Street Kid, Corpo oder Nomad in der futuristischen Spielwelt von Night City und Umgebung unterwegs. Das neue Spiel der Witcher-Macher ist ein Vollblut-Rollenspiel. Das heißt, ihr jongliert mit haufenweise Statuswerten, Skilltrees und Entscheidungsmöglichkeiten. Natürlich könnt ihr auch die stark technologisierte Spielwelt erkunden, entweder zu Fuß oder mit klassischen und futuristischen Karossen. Aber wer nach 7 langen Jahren des Wartens noch immer nicht weiß, was Cyberpunk 2077 ist, der hat wohl unter einem Stein gelebt. Bitte, liebe Menschen von CD Projekt, macht uns ein fantastisches Weihnachtsgeschenk. Cyberpunk 2077 erscheint laut aktuellem Stand am 10. Dezember für PC, PS4, PS5 sowie Xbox One und Series X. Mit Medal of Honor Above and Beyond hat es auch noch ein VR-Titel auf die Release-Liste des Dezembers geschafft. Der Ego-Shooter der Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment entführt euch in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo ihr als Geheimagent feindliche Basen sabotiert, Pläne eurer Widersacher vereitelt und die französische Resistance unterstützt. Die Einzelspielerkampagne wurde dabei durch Zeitzeugenberichte von Weltkriegsveteranen inspiriert und spielt nicht nur am Boden, sondern auch zu Wasser und in der Luft. So könnt ihr stets hautnah dabei sein, wie Geschichte geschrieben wird. Doch nicht nur das. Zum Release am 11. Dezember erwartet euch auch noch ein umfangreicher Multiplayer, sofern ihr denn ein Oculus Rift, HTC Vive oder Valve Index VR Headset besitzt. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Diese uralte Binsenweisheit gilt auch im 2015 veröffentlichten Multiplayer-Spiel Who's Your Daddy. Als hoffnungslos überforderter Papa müsst ihr hier verhindern, dass euer Nachwuchs das Zeitliche segnet. Als Baby hingegen bewusst euer Ableben forcieren, indem ihr Bleiche trinkt oder mit Gabeln in der Steckdose rumfummelt. 5 Jahre später, genauer gesagt am 23. Dezember 2020, erscheint nun ein Remake des Indie-Titels für PC und Xbox One. Mit dabei eine überarbeitete Grafik, neue Animationen, verbesserte Charaktermodelle und zusätzliche Features. Als Baby könnt ihr nun etwa auch Gegenstände werfen oder euch verstecken. Ach ja, Besitzer des Originals bekommen das Remake übrigens kostenlos. Wie
Jeden Monat erscheinen nicht nur neue Spiele, sondern auch haufenweise Ports für den PC und die Konsolen. Die Neuauflage von Chronos bekommt am 1. Dezember das Anhängsel Before the Ashes verpasst und soll damit als Vorgeschichte zu Remnant from the Ashes fungieren. Das Action-Adventure erscheint für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia. Die Remastered-Variante der Rückkehr von Sam & Max erscheint am 2. Dezember für PC und Switch. Das Roguelike-Rollenspiel Shiren the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate erscheint nach seiner Nintendo DS und PS Vita-Exklusivität nun auch auf dem PC und der Nintendo Switch. Die erweiterte Version von Dragon Quest XI, die im September letzten Jahres auf der Switch bereits Erfolge feierte, kommt am 3. Dezember nun auch für PC, PS4 und Xbox One. Das Remaster des Echtzeit-Taktikspiels Commandos 2 erscheint am 4. Dezember auch für die Switch. Die Next-Gen-Version von FIFA 21 kommt am 4. Dezember auf PS5 und Series X. Sie soll eine bessere Grafik, schnellere Ladezeiten und einen Support des DualSense-Controllers beinhalten. Auch das Aktivitäten-Feature wird von der Next-Gen-Version genutzt. Die Next-Gen-Version von Madden NFL 21 beinhaltet dieselben Verbesserungen wie FIFA 21 und erscheint ebenfalls am 4. Dezember. Das allererste Fire Emblem kommt nach 30 Jahren Famicom-Exklusivität zum ersten Mal nach Europa. Auf der Nintendo Switch könnt ihr ab dem 4. Dezember in das Abenteuer starten. Nach der Veröffentlichung auf PC und PlayStation 4 erscheint das Strategiespiel John Wick Hex am 4. Dezember nun auch auf Xbox One und Nintendo Switch. Die Next-Gen-Versionen von Destiny 2 erscheinen am 8. Dezember und bringen superflüssige 120 FPS in den Multiplayer-Gefechten und immer noch geschmeidige 60 FPS mit 4K im Singleplayer. Das taktische Rollenspiel Brigandine – The Legend of Runersia erscheint am 10. Dezember nach dem Switch-Release im Juni nun auch für die PlayStation 4. Wir hoffen, der Überblick hat euch weitergeholfen. Werdet ihr im Dezember überhaupt noch etwas anderes als Cyberpunk spielen? Verratet es uns doch in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, welchen Dezember-Release PlayStation-Spieler vollkommen kostenlos abgreifen können, dann schaut euch mal unser Video zu den kommenden PS Plus-Spielen an. Für alles weitere rund um die Welt der Videospiele besucht uns doch auf pcgames.de.